Liebe Geschwister, wir haben nur noch drei besondere Nächte, drei ungerade Nächte, in denen wir die Nacht der Al-Qadr suchen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er pflegte sich anzustrengen in den letzten 10 Tagen, beziehungsweise in den letzten 10 Nächten. Er hielt sich von der Intimität fern und er belebte die Nacht vollständig. Vorher betete er und schlief, und in den letzten 10 Nächten, liebe Geschwister, belebte er die Nacht vollständig im Gebet, im Dhikr, mit seinen Bittgebeten. Haben wir unseren Plan für die nächste Phase getroffen? Sind wir verabredet mit der Moschee? Haben wir unsere Vorkehrungen organisiert? Haben wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsere Familienmitglieder mit einbezogen? Denn er pflegte auch, seine Familie zu wecken für diese besonderen Nächte. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er widmete ein ganzes koranisches Kapitel dieser besonderen Nacht. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله تعالى sagt sinngemäß: Wir haben ihn, den Koran, herabgesandt in der Nacht der Qadr. Und Qadr hat mehrere Bedeutungen in der arabischen Sprache und wurde auch vielfach ausgelegt von unseren klassischen Großgelehrten. Und was lässt dich wissen, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht der Al-Qadr ist besser als 1000 Monate. Nicht gleichwertig, sondern besser, liebe Geschwister, als 1000 Monate. Es kommen die Engel und Ar-Ruh, damit ist Jibril gemeint, mit der Erlaubnis ihres Herrn, mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Ibn Abbas, er berichtet, wie Ibn Kathir überlieferte, dass in dieser Nacht, liebe Geschwister, der Koran von der wohlbewahrten Tafel, die bei Allah ist, Al-Lawh al-Mahfuz, herabgesandt wurde zum ersten Himmel, quasi zum Dach unseres Universums. Denn das, was die Wissenschaftler als das Universum bezeichnen, liebe Geschwister, ist, wenn man die Offenbarungstexte mit den naturwissenschaftlichen Texten zusammenliest, nur der erste Himmel. Weil Allah Ta'ala sagt im Koran sinngemäß, am Anfang der Surat Safat, dass er den ersten Himmel mit den Sternen schmückte. Aber die Wissenschaftler, liebe Geschwister, sie kennen das Gebiet des Universums nicht, was jenseits der Sterne liegt, sondern für sie ist das Universum das, was mit den Sternen geschmückt ist. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, erhält fest, dass dies lediglich der erste Himmel ist, der mit den Sternen geschmückt ist. Und dann, liebe Geschwister, über weitere 23 Jahre, oft anlassbedingt, wurde der Koran, wie gesagt, über 23 Jahre herabgesandt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von unserem ersten Himmel, vom Himmel unseres Universums, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist eine gewaltige Angelegenheit, liebe Geschwister, der es gebührt, dass man sie andachtsvoll, ehrfurchtsvoll in seinem Herzen reflektiert. Sogar Johann Wolfgang von Goethe, der nicht klar bekennend den Islam diese Welt verlassen hat, aber sehr viel Sympathie gegenüber dem Islam auch in seinen privaten Briefwechseln festhielt. Er selbst hat gesagt, dass er dieser Nacht, wo der Koran herabgesandt wurde, dass er diese ehrfurchtsvoll gedenkend verbringen wird.
und dass in dieser Nacht viel zu gewinnen sei. Subhanallah. Wo sind wir dann, liebe Geschwister? Ja? Wenn Menschen wie Johann Wolfgang von Goethe, der wie gesagt den Islam nicht klar bekannt hat, aber so großen Respekt, liebe Geschwister, vor dem Koran und auch vor der Laylatul Qadr hatte. Wo sind wir? Imam Az-Zuhri sagte, Al-Qadr gibt hier wieder Ehre und Status. Ehre und Status. Und Ar-Razi sagte, Al-Qadr bedeutet Kraft. Und Al-Qadr wird hier dreimal wiederholt, weil es um das Buch der Kraft geht und die Umma der Kraft und um den Gesandten der Kraft. Al-Qadr, liebe Geschwister, kann aber auch die Enge bedeuten. Wie Allah Ta'ala im Koran festhält in Bezug auf denjenigen, dessen Lebensunterhalt er einengt. Wie Allah Ta'ala im Koran festgehalten hat, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Ja, er beschreibt den Menschen, der, wenn er etwas weniger Lebensunterhalt bekommt, sofort meint, dass dies eine Erniedrigung seines Herrn ist. Liebe Geschwister, bitte schließt die Fenster, zumindest das große dort, was weit auf ist, dass man die Khutbah auch ablenkungsfreier vernehmen kann. جزاكم الله خيرا. من فضلك اغلق النافذة من جزاكم خيرا. Und Imam al-Qurtubi, liebe Geschwister, er sagte, dass in dieser Nacht Menschen, die es eigentlich nicht verdienen, von Allah Ta'ala befördert werden. Menschen, die es eigentlich nicht verdienen, von Allah Ta'ala befördert werden, zu Dienern der Kraft, zu Dienern des Qadr, der Ehre. Das heißt für uns alle, liebe Geschwister, wir sollten uns angesprochen fühlen. Wir verdienen es eigentlich nicht, aber wir haben durch dieses Geschenk Allah Ta'alas die Möglichkeit, einen großen Sprung zu machen. Imam Malik überliefert in seinem Muwatta, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ihm die Lebensspannen der vorherigen Gemeinden gezeigt worden waren, ja, wir wissen, dass Nuh alaihi salam allein 950 Jahre Dawa machte. Ja. Und er sah die Lebensspanne dieser Umma, ja, zwischen 60 und 70 Jahren. Und er sagte, Subhanallah, die vorherigen Gemeinden konnten so viele gute Taten in ihrem langen Leben sammeln. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah Ta'ala dieses Geschenk bekommen, der Nacht der Qadr, die besser ist als 1000 Monate, das heißt, wie die Koran-Gelehrten ja Ash-Shawkani und Al-Qurtubi festgehalten hatten. Eine Tat in dieser Nacht, liebe Geschwister, ist besser, als wenn man diese Tat innerhalb von 1000 Monaten verrichtet. Innerhalb von 1000 Monaten verrichtet. Und wir haben, je nachdem, wann wir angefangen haben, liebe Geschwister, oder unabhängig davon, wann wir angefangen haben, nur noch drei solcher besonderer Gelegenheiten. Für diejenigen, die am Mittwoch angefangen haben, ist heute die 25. Nacht, von Sonntag auf Montag die 27. und von Dienstag auf Mittwoch die 29. Und diejenigen, die später angefangen haben zu fasten, liebe Geschwister, haben dann von Samstag auf Sonntag die 25., von Montag auf Dienstag die 27. und von Mittwoch auf Donnerstag die 29. Nacht. Haben wir noch irgendetwas vor, liebe Geschwister, außer uns komplett in die Moschee zu begeben? Bis zum Fajr? Dann noch Schlaf tanken und am nächsten Tag oder am selben Morgen dann zur Arbeit und zur Schule zu gehen und das mal durchstehen? Haben wir noch irgendetwas anderes vor, nachdem wir gespürt haben im Herzen oder haben wir gespürt, was diese Nacht für uns bedeuten kann? Allah Ta'ala möge uns diese Nacht erreichen lassen. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer des Lohnes, wer des Guten beraubt ist von dieser Nacht, der hat wahrlich etwas Großes verloren. Sinngemäß. Eine Nacht, liebe Geschwister, wie Qatada überliefert, in der
unser Schicksal für das weitere Jahr übertragen wird. In der unser Schicksal für das weitere Jahr übertragen wird. Die Todeszeitpunkte, ja, wann wer heiratet und Kinder bekommt und welche Versorgungen er bekommt. Wollen wir diese Nacht irgendwie mit irgendeinem Bildschirm verbringen? Smartphone oder PC, Computer, Fernseher? Wollen wir diese Nacht irgendwie, wie können wir diese Nacht verschwenden? Wir müssen sie schätzen, wie Allah Ta'ala sie geehrt hat. Wir müssen sie so schätzen, wie Allah Ta'ala sie für uns geehrt hat. Alhamdulillah, liebe Geschwister, dass wir nicht wissen, wann sie ist. Stellt euch vor, wir hätten an einem Abend irgendwie ja, diese uns bekannte Lustlosigkeit. Ja, wie könnten wir uns selbst noch im Spiegel anschauen? Ja, du warst letztes Mal nicht. In der einen Nacht, von der wir wissen, dass es sie ist, warst du nicht in der Moschee. Deswegen Alhamdulillah, dass es auch nicht bekannt ist. Oder wir würden schlecht über andere denken. Ja, wir würden denken, ah, der hat doch keinen Respekt der Religion gegenüber. Aber so Alhamdulillah ist es verteilt. So können wir uns anstrengen. So können wir noch mehr gute Taten tun. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass in jeder Nacht, zu jedem Fastenbrechen, Allah Ta'ala Seelen vom Höllenfeuer befreit. In jeder Nacht des Ramadan. Alhamdulillah. Von daher mögen wir diese restlichen Nächte und Tage so verbringen, wie wir sie noch niemals verbracht haben in den gottesdienstlichen Handlungen. Und übrigens nach Ibn Hazm, ist auch interessant, er sagt, man kann erst am Ende des Ramadans wissen, wann die ungeraden Nächte waren. Ja, weil er beginnt von hinten zu zählen, nicht von vorne. Ibn Hazm, rahimahullah. Und erst wenn der Ramadan also beendet ist, und man wusste, war er 29 oder 30 Tage, aus der Perspektive der damaligen Großgelehrten gesprochen, erst dann könnte man überhaupt wissen, wann die ungeraden Nächte sind. Von daher, wir sollen jede Nacht, liebe Geschwister, nutzen. Und wann haben wir schon mal diese Zeit, wann haben wir schon mal diese Stimmung, Allah Ta'ala anzubeten, in der Gemeinde, ja, unsere Bittgebete an ihn zu richten und zurückzuziehen in der Moschee und Koran zu lesen. Unbedingt müssen wir, liebe Geschwister, diese Zeit nutzen, wo die Tore des Paradieses weit geöffnet sind und die Tore der Hölle verschlossen. Liebe Geschwister, das gesagt und dem auch nicht widersprechend, führe ich auf, dass die 27. Nacht die von den Gelehrten insgesamt geschätzteste Nacht ist. Ubay ibn Ka'b, das ist der Sahabi, über den der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, nehmt den Koran von ihm, ja, lernt den Koran von Ubay ibn Ka'b, und er nannte drei weitere Prophetengefährten. Übrigens, Sheikh Hashim hat seine Überlieferungskette lückenlos über Ubay ibn Ka'b vermittelt bekommen. Ja, also Ubay ibn Ka'b ist der Sahabi, über dessen Schüler die Überlieferungskette Sheikh Hashim erreichte. Ja? Und er schwor bei Allah, dass es die 27. Nacht ist, ohne Inshallah zu sagen. Aber die Mehrheit der Gelehrten, beziehungsweise eine zumindest sehr starke Auffassung ist die Imam An-Nawawis, wenn es nicht die Mehrheit der Gelehrten ist, die dies vertritt, ist, dass die Nacht wandert. Ja, mal ist es die 23., mal die 27., mal die 29., ja? Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Die 27., was auch darauf hindeutet, ist, dass das Wort hier, als Allah Ta'ala in Surat Al-Qadr über diese Nacht gesprochen hat, ist das 27. Wort. Wie Abu Bakr Al-Warraq, ist einer der großen Gelehrten der Salaf, 240 nach der Hijra verstorben, einer unserer anerkannten Gelehrten, und er wies auch darauf hin, dass dies ein Hinweis ist, ja, kein alles entscheidender Beleg, aber ein Hinweis. Und Laylatul Qadr, liebe Geschwister, kommt im Koran, also in dieser Sura, dreimal vor, und das Wort hat 9 Buchstaben. Macht die Rechnung für euch selbst. Aber liebe Geschwister, das Sichere ist, dass man sagt, diese Sura hat 5 Verse. Ja, und es gibt 5 ungerade Nächte in den letzten 10 Tagen. So sollte man, liebe Geschwister, sich komplett anstrengen in dem, was uns noch übrig bleibt.
Und auch wenn man meint, dass man jetzt vielleicht nicht sich in einer geraden Nacht befindet, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer im Ramadan das Abend- und das Nachtgebet in der Gemeinde betet, der wird in der Laylatul Qadr viel Freude daran haben. Ja. Die großen Spiele, liebe Geschwister, die großen Angelegenheiten, die werden nicht in einem Spiel entschieden, sondern in der Vorbereitung. Je nachdem, wie wir uns darauf vorbereitet haben, werden wir dann in diesen besonderen Momenten von Allah Ta'ala auch Erfolgsverleihung bekommen. So mögen wir uns jetzt bereits, liebe Geschwister, auf die besonderen Nächte und vielleicht auf die 27. Nacht im Speziellen innerlich vorbereiten. Und Allah Ta'ala, er spricht im Koran über diese Nacht. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Dass er den Koran herabgesandt hat in einer gesegneten Nacht. Diese Nacht ist gesegnet. Rahmatan min rabbik. Als eine Barmherzigkeit. Das heißt, diese Nacht, liebe Geschwister, ist voller Segen, voller Barmherzigkeit. Khairum min alfi shahr. Besser, ja, Gutes, besser als 1000 Monate. Und er spricht darüber, dass sie Salam ist bis zum Anbeginn der Morgendämmerung. Frieden, Segen, Gutes. All dies benötigen wir, liebe Geschwister, und Barmherzigkeit. Lass uns dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Aufforderung nachkommen, der gesagt hat, Inna dala ala al-khayri kafa'ili. Derjenige, der zum Guten aufruft, der auf das Gute hinweist, ist wie derjenige, der es vollzieht. Das heißt, wir machen Werbung für Laylatul Qadr. Wir machen Werbung für die letzten Nächte im Ramadan. Und wir laden unsere Familienmitglieder ein, wir laden unsere Freunde ein. Ja? Und inshallah bekommen wir auch deren Lohn, auch wenn unsere einzige Tat lediglich die Einladung war. Wir haben es nicht getan, sondern sie haben es letztendlich getan, aber wir haben dazu eingeladen. Für dieses große Geschenk, die Vergebung Allahs. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer Laylatul Qadr mit Gewissheit, also mit Überzeugung und mit Gewissheit betet, dem wird Allah Ta'ala all seine Sünden vergeben. Also mit Iman und mit dem Rechnen, dass das, mit der Erwartung, dass Allah Ta'ala auch einem vergibt, dem wird Allah Ta'ala alle seine Sünden vergeben. Und für diese großartige Tat, subhanallah, als Aisha fragte, was man zu tun hat in dieser Nacht oder wenn man diese Nacht sucht, es gab kein Lexikon, was uns offenbart wurde. Keine lange Aufgabenliste mit verschiedenen Taten, sondern der Prophet sagte, Allahs Segen und Frieden seien mit ihm. Sprich, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, du bist vergebend, du liebst die Vergebung, so bitte vergib mir. Subhanallah, einfach. Einfach, subhanallah. Sag das auf Deutsch, auf Türkisch, falls ihr es bis dahin nicht auf Arabisch lernen könnt, aus irgendwelchen Gründen. Ja? O Allah, du bist vergebend, du liebst die Vergebung, so bitte vergib mir. Übrigens ist das Wort Karim ein Idraj. Ja? Manchmal hört man Allahumma innaka afuun. Tuhibbu lafwa, Allahumma innaka afuun karimun, sagen einige. Ja, aber das war eine Erklärung eines Hadith-Gelehrten. Dass man weiß, was afu bedeutet, hat er ein quasi Synonym eingefügt, aber das ist nicht im authentischen Bericht enthalten. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem authentischen Hadith, Imam As-Suyuti hat ihn als Hassan eingestuft, als Sahih, verzeiht. Jetzt bin ich mit meinem, mindestens ein Hassan-Hadith nach Imam As-Suyuti. Er überliefert vom Propheten Muhammad, dass das Dua,
سلاح المؤمن است. الدعاء سلاح المؤمن. Das Mitgebet ist die Waffe des Mu'min. Aber liebe Geschwister, wie aus einer anschaulichen Geschichte eines Prophetengefährten hervorgeht, die Waffe ist die Waffe. Aber worum es eigentlich geht ist, wer die Waffe wie führt. Zubayr in einer nötigen Schlacht vermochte er es mit seinem Speer, die Rüstung des Gegners zu durchbohren und den Gegner so unschädlich zu machen. Und es hieß, oh Zubayr, dein Speer ist stark. Und er sagte, es ist die Hand, die das Speer führt, welche stark ist. Wir haben also das Dua, den Schlüssel, die Waffe, also das Instrument, um Allah Ta'alas Vergebung zu erlangen. Das Instrument, um Allah Ta'alas Vergebung zu erlangen. Aber ist unser Herz stark, liebe Geschwister? Haben wir wirklich Iman? Haben wir wirklich gute Erwartungen Allah Ta'ala gegenüber? Wie Allah Ta'ala sagt, Ana inda dhanni abdi bi. Ich bin so zu meinem Diener, ich verhalte mich meinem Diener so gegenüber, wie er es von mir erwartet. Erwarten wir wirklich, dass Allah Ta'ala uns vergibt? Haben wir wirklich diese Überzeugung, diese Gewissheit? Und dazu sollen wir wissen, liebe Geschwister, mit einer großen Überzeugung, dass Allah Ta'ala vergebungsvoll ist. Imam Muslim und Imam Bukhari es überliefern, dass Allah Ta'ala sich mehr über die Reue eines Dieners freut, als der Diener, der sich in die Wüste begeben hat und sein Reittier verloren hat, die Hoffnung bereits aufgab, sich niederlegte, die Augen auf einmal wieder öffnet und dann sieht er sein Reittier vor sich. So sehr, dass er sagt vor Freude, O Allah, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Er verspricht sich, weil er so freudenerfüllt ist, dass er nicht bei Sinnen ist. Dass er nicht Herr über seine Sinne ist. Diese Freude, auf einmal sieht er sein Reittier. Er hat sich schon auf den Tod eingestellt, dass seine Gebeine irgendwann mal nach Jahren gefunden werden. Aber dann sieht er sein Reittier wieder. So sehr, dass er sagt, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Und Allah freut sich mehr über die Reue seines Dieners, als diese Person sich darüber freut, quasi weiterleben zu dürfen. Ja, durch die Rettung seines Reittiers in der Wüste. Subhanallah. Warum zweifeln wir also an Allah? Und es gibt viele Muslime, sie zweifeln an der Barmherzigkeit Allahs. Und wie Imam al-Dhahabi in seinem Buch über die großen Sünden erwähnte, das ist die drittgrößte Sünde überhaupt. Die drittgrößte Sünde überhaupt. Und Allah Ta'ala, gut, wir wollen darauf jetzt nicht weiter eingehen. Hoffnungslosigkeit, liebe Geschwister, die drittgrößte Sünde überhaupt. Allah freut sich mehr über die Reue seines Dieners, als der Diener, der in der Wüste, in einem unbelebten Land, sein Reittier verlor und es wiederfand und es wiederfindet, subhanallah. Einer der Namen Allah Ta'alas ist es, liebe Geschwister, ist As-Sittir, derjenige, der bedeckt. Das ist der Name, den Allah Ta'ala sich selbst gegeben hat, weil er die Sünden der Gläubigen verdeckt. Wir sollen wissen, dass das eine Eigenschaft Allah Ta'alas ist. Yuhibbu as-sitr, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith überliefert von Abu Dawud. Er liebt es zu bedecken. Er liebt es, unsere Sünden zu bedecken, liebe Geschwister. Alles, was wir tun müssen, ist um Vergebung bitten. Alles, was wir tun müssen, ist um Vergebung bitten.
Im Zwischenmenschlichen bitten wir nicht um Vergebung, weil wir meinen, vielleicht kann man uns unsere Schuld gar nicht nachweisen. Ja, ich sage nicht, dass ich was Schlechtes getan habe, weil vielleicht weiß er es nicht. Vielleicht merkt er es nicht. Aber in Bezug auf Allah Ta'ala, der Allwissende, fällt dieser Grund schon mal weg. Und selbst wenn wir wissen, dass die Person davon weiß, oft bitten wir nicht um Vergebung, weil wir nicht erwarten, dass uns vergeben wird. Wir erwarten oft nicht, dass uns vergeben wird. Und wir denken, dann wird es noch eine zusätzliche Erniedrigung sein, um Entschuldigung gebeten zu haben. Aber der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala As-Sittir ist. As-Sittir. Der Name Sattar übrigens ist nicht überliefert. Einigen bekannt als Name Allah Ta'alas, aber ist nicht überliefert. Sittir ist überliefert. Der As-Sittir, die Bedeckung der Sünden, liebt. Und die Bedeckung schließt auch die Vergebung mit ein, liebe Geschwister, dass man das nicht falsch versteht. Und er ist freudenvoller über die Reue seines Dieners. Und wie gesagt, wir verstehen diese Hadithen nicht in irgendeinem vergleichenden Sinne, denn laysa kamithlihi shay, ja? Nichts ist wie das Gleichnis Allah Ta'alas. Ja? Also da sind wir alhamdulillah als Muslime fest gegründet da drin, ja, Allah Ta'ala niemals zu vergleichen. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass das richtig dosiert ist. Ich hoffe, dass wir, wenn wir von Allah Ta'alas Barmherzigkeit in den jetzigen Tagen und Nächten sprechen, nicht nachlässig werden. Aber es geht darum, liebe Geschwister, all die Geschwister, die Zweifel daran haben, dass Allah Ta'ala ihnen vergeben möchte, dass wir ihre Wunde, ihre Krankheit heilen durch diese authentischen Informationen. Nach Ramadan kommt wieder eine andere Zeit, liebe Geschwister, wo wir auch über den anderen Flügel des Gläubigen sprechen werden. Den Flügel, dass Allah Ta'ala auch, ja, die Angst vor seiner berechtigten Bestrafung. Aber jetzt, liebe Geschwister, wir sind in einer besonderen Zeit, in einer besonderen Saison. Und viele Geschwister, sie bleiben fern der Moschee. Sie beten nicht, weil sie meinen, dass Allah Ta'ala ihnen nicht vergeben wird. Von daher verbreitet die frohe Botschaft, liebe Geschwister. Verbreitet die frohe Botschaft. Verbreitet die frohe Botschaft. Allah Ta'ala, er berichtet sinngemäß, authentisch, überliefert, dass er die Sünden vergibt demjenigen, der ihn um Vergebung bittet. Und seien seine Sünden so gewaltig wie Berge. Und seien seine Sünden so zahlreich wie der Schaum im Meer. Und subhanallah, wir wissen, dass Allah Ta'ala unsere vollständige Religion, unsere ehrenvolle, vollständige Religion, einteilte in gottesdienstliche Handlungen und zwischenmenschliche Regelungen. Und wir wissen, und das ist auch eine Warnung für uns, die in unserem Herzen stets präsent sein sollte, dass Allah Ta'ala die Rechte, die er uns gegenüber hat, vergibt und die Rechte, die er anderen Geschöpfen verliehen hat, die Vergebung der Sünden, der Übertretungen davon abhängig macht, dass ein Ausgleich erfolgt.
Das heißt, wir können nicht stehlen und am Ende sagen, oh Allah, vergib mir, und dann erwarten wir Allah Ta'alas Gnade, sondern wir machen das wieder gut und dann bitten wir um Vergebung, weil wir ein Gebot Allah Ta'alas übertreten haben. Aber wir haben das Recht wiederhergestellt desjenigen, der es von Allah Ta'ala verliehen bekommen hat. Und einige von uns, sie haben einen schlechten Start ins Leben gehabt, um es mal so zu sagen, sie haben viel Unrecht anderen zugefügt. Andere viel gequält, beleidigt, erniedrigt, bestohlen, Schmerzen zugefügt, vernachlässigt. Und auch diese Menschen, subhanallah, sie erwarten Schlechtes am Tag des Gerichts. Auf eine negative Art und Weise, sie haben das schlechte Gewissen, was einen nur depressiv macht und hoffnungslos. Das gute, schlechte Gewissen gibt einem Antrieb, viel Gutes zu tun, als Ausgleich. Aber das schlechte Gewissen macht einen nur depressiv und hoffnungslos. Und liebe Geschwister, wie Al-Hakim in seinem Al-Mustadrak al-Sahihain überliefert, hat Allah Ta'ala für denjenigen, der aufrichtig bereut, auch ein besonderes Angebot, was seine Pflichtverletzungen der Schöpfung gegenüber anbelangt. Am Tage des Gerichts, fordert Allah Ta'ala einen Diener auf zu sagen, schau hoch ins Paradies. Und er wird dorthin schauen und dort Dinge sehen, die ihn beeindrucken. Und er wird sagen, wer bekommt dies? Und Allah Ta'ala wird sagen, sinngemäß, derjenige, der den Preis zahlt. Und der Diener wird sagen, wer kann diesen Preis zahlen? Wer kann das erwerben? Allah Ta'ala wird sagen, du. Der Diener wird sagen, wie kann ich das, wer bin ich? Kein Prophet, kein großartiges Geschöpf, einfacher Diener mit seinen Sünden. Und Allah Ta'ala wird sagen, du kannst den Preis zahlen, nämlich dass du deinem Bruder vergibst. Du hast ein Recht von ihm zu bekommen, aber vergib ihm und ich werde dir auch vergeben und ich werde dir dies schenken. Das heißt, wir sollen auf Allah Ta'ala vertrauen. Wir sollen bereuen. Wir sollen uns ihm hinwenden, liebe Geschwister. Und wir können wieder alles gut machen. Und selbst wenn wir am Totenbett sind und wissen, wir werden nur noch wenige Tage zu leben haben, wir werden es nicht wieder gut machen können, was wir anderen angetan haben, sollen wir wissen, wir sollen Allah Ta'ala reuevoll begegnen und er vermag, er hat die Herzen, in seiner Hand. Er ist Muqallib al-Qulub, er ist der Dreher und Wender der Herzen. Er vermag seine Schöpfung, denen er Rechte verliehen hat, zu überzeugen. Er vermag zu überzeugen. Er vermag ihnen Verheißungen zu geben, sodass sie im guten Sinne schwach werden und sagen, oh Allah, ich habe ihm vergeben. Damit er diese Belohnung von Allah Ta'ala bekommt. Diese Gefühle sollen wir in unserem Herzen tragen, liebe Geschwister. Weil das Dua ist das perfekte Instrument. Oh Allah, du bist vergeben, du liebst die Vergebung, so bitte vergib mir. Um Allah Ta'alas Vergebung zu bekommen. Aber wenn das Herz bei der Sache ist, liebe Geschwister, nicht, wenn man das nur von der Zunge einfach mal so runterrattert, abspielt, wie Kassettenrekorder, ja? Also ihr wisst schon, die Jüngeren, damals gab es Kassetten, ja? Das muss man im Herzen tragen. Das muss man im Herzen tragen. Tief drin. Wo es tiefer nichts mehr gibt. Der allertiefste Gedanke in unserem Herzen soll sein, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wir sind gewarnt, wir sind genug gewarnt, Alhamdulillah. Wir haben, Alhamdulillah, gute Generationen an, Allah Shadidul Iqab bekommen, Erziehung. Wir sollen aber auch wissen, Allah ist vergebungsvoll. Wir sollen wissen, Allah Ta'ala ist vergebungsvoll. Und er hat all dies uns geschenkt, den Ramadan und die ungeraden Nächte und Laylatul Qadr und Subhanallah, damit wir sein Vergebungsangebot annehmen. Alhamdulillah, liebe Geschwister, viele Projekte dauern Jahre, Jahrzehnte.
In der Sierra war es auch nicht anders gewesen. Ihr wisst, wir haben vor 6 Jahren unser Projekt gestartet, dass wir einen sicheren Platz haben, weil zurzeit haben wir nur noch jährlich Mietverlängerungen und zählen noch Alhamdulillah 125.000 Euro, die wir zinslos von Geschwistern als Kredit verliehen bekommen haben, dafür, dass wir jetzt bereits Eigentümer der Immobilie sind. Uns gehört diese Immobilie, Alhamdulillah. Aber 125.000 Euro schulden wir noch Geschwistern. Wir haben in den nächsten Tagen mit der heutigen Nacht angefangen, besondere Aktionen vorbereitet. Spendet 500 Euro, ihr bekommt ein besonderes Geschenkpaket. Ja? Spendet 1.000 Euro, ihr bekommt ein besonderes Geschenkpaket. Und ein großzügiger Spender, um euch zu motivieren, wird auch ein Geschenk vergeben, ja, ein größeres Geschenk vergeben, was er unter den Großspendern wird ausmachen. Ja, ich will nicht zu viel verraten, kommt heute noch in die Moschee, in alle Moscheen, liebe Geschwister. Und wenn ihr euch woanders wohler fühlt, weil ihr dort weniger Leute begrüßen müsst, dann geht woanders hin. Diese Nächte, diese Sekunden sind kostbar. Wollen wir nicht mit Smalltalk verschwenden. Alle Moscheen sollen überfüllt sein, ja, in ganz Deutschland. Ja? Herzlich willkommen hier, aber auch herzlich willkommen woanders. Wir sprechen als Muslime für die Umma insgesamt. Ja? Von daher, holt euch eure schönen, glatten Scheine. Ja, wenn in Ägypten beispielsweise gefeiert wird und man den Kindern ihr Geld gibt, man holt das Geld direkt aus dem vom Bankschalter, also vom Automaten, damit es so glatt ist. Ja, holt euch schöne, glatte Scheine, große, glatte Scheine, ja, für unsere Spendenaktionen. Nehmt bitte kein Essen, kein warmes, also keine Hauptmahlzeit mit, weil wir wollen kein Essen verschwenden, ja, in den nächsten Tagen. Ihr könnt euch einen Apfel oder irgendwas zu trinken etc. mitnehmen, aber keine Mahlzeiten, weil erstens wird es dann hier dreckig und zweitens geht dann auch sehr viel Essen verloren. Denkt dran, Zakatul Fitr zu zahlen. Ja, zwischen 7 und 10 Euro ist das festgelegt worden von den muslimischen Hilfsorganisationen. Für euch und die in eurem Haushalt Lebenden, ja, dies kommt dann den bedürftigen Muslimen am Festtag zugute. Wir haben hier einen Tresor und die Schwestern haben bei ihrem Ausgang auch einen Tresor für die Zakatul Fitr. Aber die Schwestern können sich eher ausruhen, weil das muss der Haushaltsvorstand machen. Ja, der Haushaltsvorstand. Übrigens, die Schwestern, die ihre Periode werden haben in den nächsten Tagen und Nächten, wir haben für sie auch einen Raum oben, sollten sie der Meinung angehören, dass sie die Moschee nicht betreten sollten, dürfen, wie auch immer, ja, was eine klassische Meinung im Islam auch ist, aber es ist auch eine umstrittene. Ja, das heißt, viele Belege und Großgelehrten sprechen auch dafür, dass dies kein Hinderungsgrund ist, die Moschee zu betreten. Von daher überlassen wir den Schwestern natürlich das, was sie am meisten überzeugt. Liebe Schwestern, solltet ihr eine Schwester sehen, die nicht mitbetet aufgrund dessen, dass sie ihre Periode hat, dann tadelt sie nicht und fangt keine unnötige Diskussion an. Ja, und erwartet noch in den nächsten Stunden aktuelle Ankündigungen. Liebe Geschwister, Alhamdulillah, wir fangen jetzt an zu spenden für unser Moscheekaufprojekt in Bergen Enkheim. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglichte und wisset, dass er es euch ersetzen wird um ein Vielfaches. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. O Leute des Imans, o ihr Gläubigen, unterstützt Allahs Sache und er wird euch unterstützen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Die Zeit ging sehr schnell vorum, subhanallah, vorbei. Sehr schnell ging die Zeit um. Und subhanallah, gestern hat Allah Ta'ala uns ein schönes Zeichen gesendet hier in Frankfurt, aber auch deutschlandweit verteilt. Regen mit Hagel, subhanallah. Und der Prophet sagte, dass das Bittgebet
erfüllt wird, wenn es regnet. Ja? Das heißt, wir sind vorbereitet psychologisch, dass wir viele Bittgebete an Allah Ta'ala die Tage und die Nächte richten mögen. Ja, Mujib, ja, Mujib, ja, Mujib, ja, Wadud. Wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte segne den Propheten Mohammed und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Lass uns zu den Letzteren zählen. Bitte, Allah, vergib uns unsere Sünden vollständig. Die Vergangenen, die Zukünftigen, die Kleinen, die Großen, die uns Bewussten, die uns Unbewussten, diejenigen, die wir öffentlich begangen haben, diejenigen, die wir im Privaten begangen haben. Und du hast jede einzelne, du hast Kenntnis über jede einzelne von diesen. O Allah, bitte vergib uns all unsere Sünden. Und O Allah, auch die unserer Eltern und Glaubensgeschwister insgesamt, den Lebendigen und den Verstorbenen. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, O Allah, und lass uns ein Instrument deiner Rechtleitung sein. O Allah, bitte schenke den Muslimen Befreiung von ihren Ketten und Befreiung von ihren Unterdrückern. Schenke, O Allah, den Muslimen Einigung und Einheit. O Allah, bitte heile die Kranken. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und schenke den sich Kindern Wünschenden deinen Segen, O Allah. O Allah, bitte beschütze unsere Kinder, unsere Jugend. O Allah, bitte bewahre uns. Bitte lass uns aus Liebe und Sehnsucht dir gegenüber beten. Und schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat. Und schenke uns Schutz und Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimis salah.